Hallo, heute erzähle ich euch etwas über die Steinzeit. Und zwar über die Altsteinzeit oder noch genauer gesagt, über die Zeit der Neandertaler. Ja. Ganz hier in der Nähe, in Salzgitter-Lebenstedt, wurden die ältesten menschlichen Überreste Niedersachsens gefunden. Und zwar stammen die vom Neandertaler. Der Neandertaler lebte vor etwa 50.000 Jahren hier in unserer Region. Das ist auch einer der nördlichsten Funde zugleich dieser Menschenart. Wir heute sind auch eine Menschenart, die Homo sapiens. Die Neandertaler gelten als ausgestorben. Man weiß allerdings heute, dass wir zu einem kleinen Prozentsatz auch noch Gene des Neandertalers in unserem Genom haben. Viele Leute stellen sich die Neandertaler ja als ziemlich einfach vor. Was? Tatsächlich wissen wir aber heute, dass die Neandertaler schon sprechen konnten, dass sie ja, alle möglichen Werkzeuge benutzten, mit unterschiedlichem Jagdgerät kombiniert gejagt haben. Speer. Und dazu braucht es schon eine ziemlich hohe Intelligenz. Ich halte hier in meinen Händen eines der bekanntesten Werkzeuge der Steinzeit und auch das haben wir in Salzgitter-Lebenstedt gefunden, nämlich den sogenannten Faustkeil. Stein. Der Faustkeil, ja, ist ein Allzweckwerkzeug der Steinzeit gewesen. Er hat eine anatomisch ansprechende Form, daher auch der Name. Man kann mit so einem Faustkeil verschiedene Tätigkeiten durchführen. Man kann Schaben, zum Beispiel die Haut von Tieren, runterziehen vom Fleisch. Man kann damit etwas aufschlagen, also zum Beispiel Nüsse, um an verschiedene Früchte zu kommen, oder Baumrinde abschlagen, abschälen. Wozu er nicht benutzt wurde, was ich sehr häufig höre bei unseren Führungen hier im Museum ist, dass man mit so einem Faustkeil gejagt hat. Nein. Denn zum Jagen muss man ja sehr nah an das Tier rangehen, um ihn dann mit so einem Werkzeug per Hand das Tier zu erlegen. Das hat man auf andere Art und Weise gelöst, nämlich durch Fernwaffen, Speere, Wurfwaffen, eventuell sogar schon Pfeil und Bogen. Was wurde eigentlich gejagt? Mammut. Mammuts durchaus, aber in der Regel einfacher zu jagende Tiere, die auch nicht so gefährlich wurden bei der Jagd, nämlich in großen Herden lebende Tiere, wie zum Beispiel Rentiere. Was? Das hier alles ist Rentierfell. Das hat man in großen Mengen gefunden in Salzgitter-Lebenstedt, auch an dem Lagerplatz. Ja. Diese Rentiere, die lebten in der Eiszeit in riesengroßen Herden und zogen von Futterstelle zu Futterstelle, von Wasserstelle zu Wasserstelle. Und die Menschen, die sich von diesen Rentieren ernährten und alles Mögliche aus deren Fellen und Sehnen und so weiter herstellten, die mussten diesen Herden hinterherziehen. Weil die Menschen den Herden hinterherziehen mussten, lebten sie übrigens in solchen Behausungen, in Zelten. Man nennt das auch die nomadische Lebensweise. Die Neandertaler, auch andere Menschen, die in der Zeit lebten, mussten ihre Behausung wieder abbauen können, wenn sie den Herden hinterherziehen. Oder sie stehen lassen und sich neue aufbauen aus neuem Material. Deswegen einfache Zelte, noch keine Häuser, keine festen Wohnstandorte. In diesen Zelten, ja, finden ungefähr 3 bis 5 Menschen Platz. Und man kann davon ausgehen, dass so an einem Lagerplatz ein paar Zelte, vielleicht 3, 4 mal 5 solcher Zelte gestanden haben. Also, das ist ein kleinerer Verband von Menschen, die zusammengelebt haben. Die Menschen haben nicht in großen Siedlungen gelebt oder gar Städten, wie wir das heute kennen. In dieser Vitrine hier haben wir einige Funde aus dem Fundort Salzgitter-Lebenstedt von dem Neandertaler Lagerplatz zusammengestellt. Und da sieht man neben diesen Feuerstein, Werkzeugen und dem Faustkeil, über die ich schon gesprochen hatte, eben auch ziemlich große Knochen. Und das sind eben Knochen von Mammuts. Ja, die Menschen waren tatsächlich in der Lage, Mammuts zu jagen. Und das ist eben für uns der Hinweis heute, dass sie tatsächlich fähig waren zu kommunizieren und sich einen Plan auszudenken. Denn so ein Mammut, den erlegt nicht einfach jemand alleine, sondern da muss man in der Gruppe arbeiten. Man muss das Mammut entweder mit Feuer jagen, gibt verschiedene Theorien, entweder in einen Sumpf oder über eine Klippe. Und dann braucht man mutige Frauen oder Männer, die das Mammut mit Speeren erlegen. Zum Beispiel so einem Speer mit einer Feuersteinspitze. Damit schafft man es tatsächlich durch
dicke Mammuthaut und Mammutfell durchzustoßen. Lecker! Jetzt haben wir über Mammuts und Rentiere gesprochen. Ja, Mammuts, die sind heute ausgestorben, aber Rentiere, die gibt es ja noch immer. Und wo leben die? Am Nordpolarkreis, also in Kanada zum Beispiel oder in Russland, in Finnland. Ja. Nicht hier in unserer Region. Nein. Und das ist eben das Besondere an der Eiszeit gewesen. In der Eiszeit, da gingen die Eismassen, die heute so am Nordpol, die ihr heute am Nordpol kennt, die gerade eifrig am Schmelzen sind, die gingen damals bis nach Norddeutschland hinein. Und zwar allgemein sehr viel kälter und vor allem war ein Riesenproblem, dass auch weniger Regen fiel. Es war trockener und dann wachsen auch weniger Pflanzen. Also hier auf diesem großen Wandbild hinter mir zum Beispiel seht ihr keinerlei große Bäume. Es gibt nur wenige niedrig wachsende Nadelbäume, Flechten, Moose, ein geringes Nahrungsangebot. Und dann leben in der Zeit auch nur Tiere, die eben an dieses Nahrungsangebot angepasst sind. Von den großen Mammuts der Eiszeit ist heute nicht mehr allzu viel übrig, bis auf ein paar alte Knochen. Und von meiner Zeit ist jetzt auch nicht mehr viel übrig. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like oder auch ein Abo da. Tschüss.